Hallo. Grüß dich. Hallo Metzgerei, so wie schön. Hervorragend. Oder ich, schön, dass ihr Zeit kommt, ne? Schön, dass ich eure Produktion mal kennenlerne und euch persönlich informieren kann. Verschiedene frische fränkische Wurstwaren. Käse auch? Milch. Ja, das ist die Küche für den Hausgebrauch. Salate, frische Salate. Und natürlich auch Fleisch. Alles aus. Warmtheke auch? Warmtheke und natürlich auch frisches Fleisch aus eigener Schlachtung. Wir haben ja nicht nur die EU-Zulassung für den Laden, sondern auch für die Schlachtung. Nicht mehr geschlachtet, aber seit die EU-Zulassung ist, haben wir einen neuen Schlachthof gebaut. Ah ja. Also wir haben 50 Jahre den Betrieb nicht mehr geschlachtet. Aha. Und jetzt, seit der EU-Zulassung, haben wir einen neuen Schlachtbetrieb aufgemacht. Ja, sehr gut, sehr gut. Also mit verschiedenen Produkten aus der Region, aus dem oberen Berndal. Mhm. Also ein Zusammenschluss von vielen verschiedenen Handwerken, Winzern, Kaffeeröster, verschiedene Bäcker. Ja. Kurz zur Zulassung. Also ich finde es ganz interessant, dass du sagst, dass du mit der Zulassung jetzt eigentlich einen Betrieb, einen Schlachten im Betrieb wieder aufgemacht hast. Weil das heißt ja wirklich oft in die andere Richtung. Also ich sehe es insgesamt, wenn es auch natürlich vielleicht kein einfacher Weg war, auch als Weg in die Zukunft, als Chance, weil ihr ja wirklich auch jetzt mit diesem Siegel werben könnt. Und uns war es halt wichtig, ich habe ja bei dir auch ein bisschen noch versucht zu vermitteln, dass wirklich Ausnahmevorschriften für die kleinen Metzger gemacht wurden, weil in der EU-Verordnung ist es angelegt, dass quasi Ermessensspielräume da sind. Ja. Die Kontrolleure, die machen natürlich oft das eigene noch dazu. Das stimmt, das ist das Individuelle. Ja. Also wichtig ist mir zu sagen, dass die Hygienestandards, die du gerade angesprochen hast, dass viele davon ja schon vor der EU-Verordnung geworden sind. Oder ist jetzt vielleicht noch diese Stiefelwaschanlage, die Diskussion, die Hygienestreuze, das ist neu gewesen, aber vieles war ja vorher schon möglich. Zum Beispiel auch, dass man nicht im gleichen Raum schlachten und zerlegen kann. Was aber nach wie vor geht, ihr habt jetzt zwei Schlachträume, Schlachtraum und Zerlegenraum gemacht, aber zum Beispiel kleine Metzger, die können das im gleichen Raum machen, wenn eine zeitliche Trennung inzwischen durch desinfiziert wird. Es war uns eben so wichtig, dass auch für die Kleinen so viele Spielräume, Messenspielräume da sind, vom Gesetzgeber her, dass die auch genutzt werden. Das überleben wir. Ja, genau. Ja. Und ihr habt jetzt dann investiert und macht die verschiedenen Räume und fangt jetzt überhaupt das Schlachten an. Das finde ich ja besonders gut. Und durchzusetzen ist, dass es wirklich heißt, es muss die Prämisse gelten, dass die bislang die Hygienevorschriften eingehalten haben, dass die eine gute Chance haben, diese Zulassung zu bekommen. Und dass wirklich da auch, dass die weiter schlachten können und dass die Spielräume genutzt werden. Und letzter Satz noch dazu, bei uns ist es in Bayern so ein Unterfangen, dass über 95% der zulassungspflichtigen Betriebe jetzt die Zulassung haben. Ein paar haben aufgehört, das ist richtig, aber die haben wahrscheinlich keinen Nachfolger auch gehabt und haben gesagt, die investieren jetzt nichts mehr, wir zerlegen nur noch. Aber über 95% haben es geschafft und es gibt nur ganz, ganz wenige in ganz Bayern, was ich zwei Handvoll, die Zulassung nicht geschafft haben. Und das war, glaube ich, ganz gut und das ist wirklich der Weg in die Zukunft. Also mach das draus. Ja. Gehen wir mal der Wurst. Jetzt probieren wir, was wir zusammen produziert haben. Ja, genau. Schauen wir mal, wie der Wurst schmeckt. Sieht schon gut aus. Ja, für jeden. Das sieht man, ja. Danke. Guten? Ja.